in erster Instanz Freiheit in Entscheidungen kreieren. Das heißt, im Ansatz, also wenn du Geschäft machen willst, dort so breit als möglich aufstellen. Jetzt noch nicht so mit so einer Scheuklappe kommen, sondern mit so einem offenen Blick und Möglichkeiten anbieten und auch noch selber noch gar nicht so festgefahren sein. Also jetzt nicht mit einem hundertprozentig ausgearbeiteten Plan kommen, sondern lieber, und das ist natürlich schwierig für Deutsche zu sagen, mach den Plan weniger perfekt, lass die anderen mitmachen, bezieh die ein. Das kreiert auf niederländischer Seite immer ganz viel Freiheit und Offenheit und da sind Deutsche sehr, sehr viel schneller und sehr, sehr viel mehr willkommen. Dass in der ersten Instanz guter Kontakt über Vertrauen gebaut wird und nicht über Respekt. Das heißt, zuerst das Vertrauen aufbauen. Das heißt eben auch, sehr viel stärker in die Emotionalität gehen. Sich als Person zeigen und nicht nur als Vertreter eines bestimmten Unternehmens. Also seine Individualität durchaus zeigen. Es gibt einen Unterschied zwischen persönlichen Dingen und privaten Dingen. Aber schon durchaus zeigen, wes Geistes Kind ich bin. Das macht deutsche Kollegen auf niederländischer Seite sehr viel nahbarer. Und das mag man. Und man macht in den Niederlanden gerne Business mit Leuten, die man gerne mag. In Deutschland ist das ein bisschen weniger wichtig. Hauptsache, es wird pünktlich geliefert, der Preis stimmt und es wird die Rechnung auch pünktlich gezahlt. Kann man sagen, Sympathie ist wichtiger als Kompetenz im ersten Schritt? Im ersten Schritt, nochmal, am Ende kommt das alles zusammen. Aber Sympathie, ich muss jemanden hier stärker mögen als auf der deutschen Seite, ja. Ja. Also wenn sich das dann alles gut angelassen hat, dann ist es entscheidend, dass man diese niederländische Volatilität mitmacht. Da kann es sehr, sehr wechselhaft werden im Wetter, in der Stimmung. Während das Deutsche ist ja eher stetig, konstant. So, wir haben angefangen, dann machen wir nächsten Schritt, nächsten Schritt, nächsten Schritt, nächsten Schritt. Und auf der niederländischen Seite ist es oft volatiler. Mal geht es besser, mal geht es schlechter. Man ist da auch was durchlässiger. Und das ist für deutsche Unternehmen ganz oft ganz schwer auszuhalten. Die haben da Mühe mit, die denken, oh, jetzt ändert sich schon wieder alles. Das ist ja schrecklich. Während der niederländische Paradigma sagt eher, na Gott sei Dank bleibt nichts so, wie es ist. Und das ist diese Unsicherheitsvermeidung ist auf deutscher Seite etwas größer. Wenn man sich dem anpasst, hat man es leichter. Dass diese zeitliche Orientierung spielt wirklich so eine große Rolle. Wenn Niederländer nach Deutschland kommen, dann sagen wir denen sehr, sehr oft, bereitet euch bitte auf einen Marathon vor. Also lange Vorbereitung, intensiv trainieren, gut vorbereitet sein und dann ordentlich durchziehen. Und dann schafft man auch die 42 Kilometer. Geschäft mit Niederländern machen ist eher wie 10 Kilometer laufen. Das kann man öfter machen, da muss man nicht so viel trainieren. Da ist man aber auch dann schneller in Gedanken schon wieder woanders. Und das sind Deutsche oft nicht gewöhnt und die sind dann enttäuscht, wenn Niederländer plötzlich sich schon wieder mit ganz anderen Projekten beschäftigen. Während die deutsche Stabilitätskurve und Vertrauenskurve erst gegens Ende hin sehr viel größer wird. Ja. Und das auch wirklich durchzuhalten, ist wichtig. Also bei Niederländern aushalten zu können, die denken auch an was anderes.